Im New Yorker Studio ist nun für uns Patrick Dunn von Watershed Electric. Mr. Dunn, was können Sie uns zu diesem Zeitpunkt schon sagen? Soweit wir es nachvollziehen konnten, war es kein Unfall. Na, wenn das kein Unfall war, dann steckt ja wohl Absicht dahinter. Die ganze Sache hat sowohl uns als auch die Japaner erwischt. Schätze, uns ist allen klar, wen wir verantwortlich machen sollen. Da ist Otomo. Wir scheinen dasselbe Problem zu haben, Admiral. Bei der Analyse der verbliebenen Datenspuren konnten wir herausfinden, dass die Störungen, die kürzlich zum Ausfall unseres Stromnetzes führten, vermutlich denselben Ursprung hatten wie die, die unsere Finanzmärkte getroffen haben. Ich bin mir sicher, dass die Koreaner und die Chinesen hinter dieser Sache stecken. Seien Sie da bitte nicht zu voreilig, Admiral. Wir verdächtigen in der Sache einen Mann namens Sarkesi. Er hatte Zugriff auf die waffenfähigen Algorithmen, die man schon mal benutzt hat, und zwar in Georgia. Außerdem war er einer der Spezialisten, die man nach den großen Stromausfällen von 2003 konsultierte. Ich weiß, ich bin bereits über diese Verbindungen informiert worden. Haben Sie ihn denn schon gefunden, diesen Sarkesi? Noch nicht, aber es dauert nicht mehr lange. Ich melde mich bei ihm. Fischer, ich fürchte, dass wir es mit einer Verschwörung zu tun haben, deren Ziel es ist, die ganze Welt in eine Krise zu stürzen. Sarkesi weiß vermutlich mehr über Information Warfare als jeder andere. Und Displays unterhält eine schlagkräftige Truppe, die an keinen Staat der Welt gebunden ist. Obendrein sind diese Jungs besser ausgerüstet als die meisten Regierungstruppen. Wir müssen schnellstens herausfinden, ob das ein Zufall ist oder ob da jemand aus den Reihen von Displays zum großen Schlag ausholt. Zu allem Übel unterhält unser State Department einige äußerst wichtige Verträge mit Displays. Das gibt der ganzen Geschichte noch eine zusätzliche Brisanz. Auch wenn ich dein Leben nur ungern in Gefahr bringe. Diesmal gilt nur Aufklärung, keine Toten. Die Büros von Displays befinden sich in den obersten drei Etagen des Hans Center Tower in Manhattan. Wenn man die jüngsten Investitionen in ihre Infrastruktur betrachtet, weist alles darauf hin, dass sie großen Wert darauf legen, nach einem Terrorangriff noch handlungsfähig zu sein. Die Satellitenaufnahmen bestätigen Grimms Daten. Displays läuft beinahe mit voller Kapazität. Sieht aus, als würde ein Treffen mit dem Stadtrat von New York City stattfinden. Vermutlich geht es dabei um ein Angebot für die Unterstützung der Nationalgarde oder die Übernahme anderer Sicherungsaufgaben. Diese Kerle scheinen mir ganz schöne Opportunisten zu sein. Naja, wenn man mich fragt, ist der Laden sauber. Sollte unser Chef anderer Meinung sein, werden wir ihn etwas genauer unter die Lupe nehmen. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Splinter Cell Chaos Theorie. Mein Name ist Sam Fischer LP und ich bringe Sie nun durch eine neue Mission. Und zwar ist die neue Mission Displays. Davon haben wir ja gerade in der vorherigen Mission gehört. Und nun, wo wir wissen, dass die ganzen Sicherheitsleute eben von Displays kommen, haben wir die Vermutung, dass der Laden ein bisschen Dreck am Stecken hat. Und genau das müssen wir jetzt herausfinden. Das heißt, Sam muss jetzt halt heimlich bei Displays einbrechen und ein paar Informationen holen. Wir haben gerade auch gehört, dass wir nicht rumballern dürfen. Das heißt, das Ganze soll ohne Tote erfolgen. Ist ja eigentlich genau nach meinem Geschmack. Deswegen gibt es hier auch nicht den Button Angriff, sondern nur Redding oder Ducken. Wir natürlich wie immer ducken. Ich drücke auf Annehmen, muss dafür kurz mal wieder die Aufnahme beenden. Bis gleich. So, und da Fischer, sind wir schon. Wir müssen herausfinden, ob Displays und Sarkesi zusammenarbeiten. Und bis wir es wissen, soll ich es ruhig angehen lassen. Wenn du jemanden tötest, werde ich die Mission abbrechen. Das Pentagon hat mit Displays Verträge in der ganzen Welt. Der Präsident verschluckt sich an einer Brezel, wenn er von unserer Aktion erfährt. Ja, also wenn wir in Amerika unterwegs sind, ist die Sache natürlich immer ein bisschen inoffiziell, weil der Sam eigentlich nicht im eigenen Land agieren darf. Dafür gibt es ja unter anderem das FBI. Aber das Ganze soll ja hier immer heimlich erfolgen, deswegen muss es ja auch keiner erfahren. So, das erste, was wir jetzt hier machen müssen, ist den Ventilator ausschalten, damit wir von da aus in das Gebäude reinkommen. Ich bin gerade, muss ich sagen, ein wenig überrascht, dass die Mission jetzt schon kommt. Aber genau genommen macht Sinn. So. Okay. Das Ding ist jetzt also aus.
Licht ist auch aus. Jetzt habe ich ein bisschen Krach gemacht. Könnte sogar zu meinem Vorteil sein, weil der Typ jetzt erstmal nachgucken wird, was da los ist. Und währenddessen kann ich dann hier ganz gemütlich in den Schacht hier eindringen. Dazu muss ich die Falle erstmal entschärfen. Aha. Ich weiß zwar nicht, was du vorhast, aber du kommst da besser raus. Erstmal was aufknacken hier. Jetzt gibt es natürlich wie immer zwei Möglichkeiten, da reinzukommen. Entweder die Hardcore-Methode reinjumpen oder die nicht ganz so Hardcore-mäßige abseilen. Die bevorzuge ich, weil die tut nicht so weh. Und die ist natürlich deutlich leiser. So. Auch die Mission hier habe ich schon das ein oder andere Mal problemlos geschafft, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Mit Grund ist natürlich die tolle Möglichkeit, dass wir hier drahtlos arbeiten können. Und das ist auch ein Grund, warum mir diese Mission sehr gut gefällt. Weil man eben drahtlos, also halt sehr viel mit Servern und so zu tun hat hier. Sicher, das ist, was wir brauchen. Eine Präsenz. Im Gegenteil, die Menschen wollen Schutz. So, da unten ist eine Präsentation im Werk. Sie wollen den Schutz nicht sehen. Er macht ihnen Angst. Die Nationalgarde an jeder Straßenecke wird den Frieden sichern. Aber um welchen Preis? Sie werden darüber hinwegkommen, Julian. Woran Sie sich erinnern werden, ist, dass die Nationalgarde nicht viel kostet. Ich habe es hier mit Steuerzahlern zu tun. Das Letzte, was ich brauche, ist ein weiterer Finanzskandal. Was? Kommen Sie! Ich will Ihnen etwas zeigen. So. Okay, die machen sich aus dem Weg. Der Typ da, der kommt auch irgendwie ein bisschen bekannt vor. Der sieht so ein bisschen aus wie, na, wie heißt unser Glatzkopf nochmal? Der Kumpel von Sam. Mit dem wir auch schon zu tun hatten. Sorry, Fischer, der Name kann überhaupt nicht ein. Vermutlich hat er den Zugangsalgorithmus für die zentralen Server auf seinem Laptop gespeichert. Lambert hat mich strikt angehalten, niemanden zu töten. Wenn du nahe genug an ihm dran bleibst, müsstest du seinen Laptop über eine Funkverbindung hacken können. Werde es versuchen. Ja, ich müsste jetzt hinter dem herschleichen. Ich kann aber noch nebenbei was anderes erledigen. Den werde ich sowieso gleich nochmal treffen. Ich werde jetzt erstmal hier nochmal in die Mission reingucken, in die Ziele. Niemanden töten, klar. Das ist erfüllt, wenn man bis zum Schluss keinen tötet. Zentralserver zugreifen und Zugangsalgorithmus finden und sonstige Ziele haben wir im Moment noch nicht. Latschen wir mal noch weiter hinter dem her, zumindest bis hier. Wir haben ja auch gerade gehört, zum ersten Mal im Prinzip, dass wir hier halt drahtlos hacken können. Sam, jede der einzelnen Sektionen von Displays scheint ihren eigenen Servercluster zu besitzen. Ich habe ein Programm auf dein Opset geladen, das eine kleine Hintertür in ihr Netzwerk einbauen wird. Soll ich es auf jeden der Server hochladen? Damit würdest du mir eine große Freude bereiten. Na, wenn du mich so nett darum bittest. Ja, es sind zum Glück nur drei, glaube ich. Das ist also recht schnell gemacht. Upp, 193. 20, ah ja. Das geht recht easy. Gute Arbeit. Das war der erste ihrer Server. Wenn du das Programm auch noch auf den anderen installierst, werde ich dort ganz nach Belieben herumschnüffeln können. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, da hat die Anna natürlich Spaß dran. Der Typ da, der steht da ziemlich in der Nähe. Ah, der läuft schon wieder auf die andere Seite. Das ist perfekt. Dann können wir nämlich heimlich mal einen Abflug machen. Mal gucken, ob das so geht. Perfekt. So. Bevor ich aber hier abhaue, muss ich gerade nochmal gucken, ob ich auch wirklich nichts übersehen habe. Ich glaube nicht. Hier unten sind nur richtig fette Monitore. So, weiß ich nicht, 62 Zöller oder so. War zu der Zeit natürlich noch unbezahlbar. Heutzutage ist es eigentlich immer noch ziemlich teuer, also so viel würde ich mir auch nicht ins Wohnzimmer hängen. Aber doch seit der Zeit damals um einiges erschwinglicher geworden. So, jetzt muss ich hier mal gucken, wo wir hier sind. Ob es hier irgendwas zu tun gibt. Speichern. Nicht vergessen. Was mit dem Laptop da? Da ist nichts Interessantes drauf. Gut. Dann können wir auch wieder einen Abflug machen. Scheint ein Hausmeister oder sowas gewesen zu sein. So, dann gehen wir hier lang. Da ist eine Tür, die verschlossen ist. Und hier sind, was sind das? Badezimmer. Okay. Das ist natürlich auch nicht so spannend. Dann gucken wir mal, dass wir das Ding hier ein bisschen gehackt kriegen. Wenigstens funktioniert das Tastenfeld jetzt hier mal anständig.
So. Speichern wir nochmal. Ich muss jetzt gucken, wo die Typen mit dem Koffer sind, ob die schon vorbei sind. Oder ob die erst noch... die kommen erst noch die Treppe runter. Das heißt, ich habe da im Prinzip so einen Trigger ausgelöst, weil eigentlich hätten die schon viel weiter sein müssen, nämlich da oben ist direkt die Tür, wo die durch sind. Ich glaube, hier unten, wenn der gleich hier ist, wird der seinen Koffer abstellen. Dann kann ich den hacken. Hallo? Hallo? Dann läuft der einfach weiter, das gibt's ja wohl nicht. Ich meine, das war hier. Kann auch da vorne gewesen sein. Na, jetzt stellt dann ab. Also, was wollten Sie mir zeigen? In der Sonne. Ich glaube, ich habe es auch gesehen. Oh, oh. Ja. Gute Arbeit, Sam. Du solltest jetzt auf den Zentralserver in Erden. So. Gut, das war jetzt nicht so geil. Entschuldigung. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo ein bisschen unauffälliger bin. Hoppla, die kommen ja erst noch die Treppe runter. Kann man mit dem PC irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Gut, ich könnte auch dafür sorgen, dass er den Koffer hier abstellt, aber das ist eigentlich nicht unbedingt erforderlich. Wichtig ist nur, dass ich diesen Monitor irgendwie auskriege, weil der macht am meisten Licht hier. Gut, das haben die nicht mitbekommen. Oder doch? Doch, die haben es mitgekriegt. Hey. Hier hinten, das klappt nicht. Nochmal laden. Ah, Freundchen. Oh. Dran denken, wir kommen erst die Treppe runter. Ja, das fängt schon wieder super an hier. Bisher lief alles eigentlich wie geschmiert, aber jetzt nicht mehr so ganz. Warten wir halt einen Moment. Ich speichere auch gleich mal ab, damit wir uns die Szene da jetzt nicht jedes Mal reinziehen müssen. Leute, wo kann ich mich denn hier tarnen? Also, was wollten Sie mir zeigen? In der Lobby des Empire State Building befindet sich ein... Das bringt auch nichts, oder? Bewegt sich da hinten jemand? Wer? Weiß ich nicht. Ja, das scheint geklappt zu haben. Ich beeile mich einfach mit dem Hacken, bevor das Licht wieder angeht, dann sollte das gut gehen. Gute Arbeit, Sam. Du solltest jetzt auf den Zentralserver im Erdgeschoss zugreifen können. Dieses ganze Wireless-Zeug macht einem das Leben um einiges leichter. Ja, willkommen in der Wi-Fi-Ära. Denk dran, das sagst du zu jemandem aus der Hi-Fi-Ära. Hi-Fi? Du hast aber schon mal von Surround gehört, oder? Ah, noch bin ich nicht im Altenheim, Kindchen. Naja gut, dann lassen wir die halt mal ein bisschen gucken. Die werden eh rausfinden, dass ich nicht da bin, denn ich existiere ja nicht. Und dann sollten die auch den Aufzug nehmen. Wir haben jedenfalls die wichtigen Informationen bekommen, die wir brauchen. Ich kann hier nochmal in die Ziele gucken. Entschuldigung. Denke, das können wir vergessen. Niemanden töten, wie immer. Ja, jetzt Zentralserver zugreifen, das kommt aber erst später. Jetzt muss ich erstmal warten, bis sie da weg sind. Hier ist eine Kamera, das ist ganz wichtig. Wieso rennt der jetzt wieder hier hin? Das gibt's doch gar nicht. Hast du das gehört? Ey, ehrlich? Die kommen wieder zurück? Wieso denn das? Jetzt bin ich überfragt. Ist der kurz zurück? Diese beiden Dinge miteinander in Zusammenhang. Ich fasse es ja nicht. Treppen sind viel billiger als Aufzüge, Tom. Warum sind also Treppen nicht der vierte Pfeiler des Wolkenkratzerbaus? Niemand nimmt für 70 Stockwerke die Treppen. Und fragt auch nur ein Mensch danach, was ein Aufzug kostet? Natürlich nicht. Okay, richtig. Gut. Macht ja nichts.
Was ich sagen wollte, wir müssen halt auf die Kamera da aufpassen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen dieses Symbol hier aus, dann sind wir im Dunkeln, oder wir deaktivieren die Kamera kurz. Ich habe mich jetzt halt mal hierfür entschieden. Da ist der Serverraum. Ich weiß gar nicht, ob das so einfach geht. Ich glaube nicht. Ich speichere mal an der Stelle. Ich glaube nämlich, wenn ich versuche, das Ding zu hacken, habe ich gerade etwas gehört? Dann stehe ich erstmal blöd da. Jetzt habe ich mir die letzte Zahl nicht gemerkt. Scheiße. Das muss, glaube ich, 30 sein. Wir haben ein kleines Problem, Sam. Das wird so einfach. Einige Angestellte sind zwischen den Doppeltüren eingeschlossen, die zum Serverraum führen. Das macht es schwierig, da durchzukommen. Ja, aber möglicherweise geht's auch anders. Sieht aus, als führten einige Außenfenster in den Generatorraum. Vielleicht findest du im Bereich für Forschung und Entwicklung einen Weg nach draußen. Ich werde mich mal umsehen. Ich höre was. Das ist gar nicht gut. Lass uns einfach nur die Ruhe bewahren. So, jetzt kommt der erstmal hier rein oder was? Vielleicht kann ich hinter dem dann abhauen. Ich speichere jetzt mal absichtlich nicht, weil das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Nichts. Okay, du lässt dich nur verrückt machen. Vergiss es einfach. Puh, das war knapp. Jetzt kann ich speichern. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder hier rauskommen. Bestenfalls, wenn der Typ da weg ist. Hier ist nichts. Ich bin mir sicher, dass hier nichts ist. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie es weitergeht. Dieses Ding ist wohl hinüber. Was ist das? Nichts. Verdammt. Nee, ich warte lieber, bis der echt weg ist, weil das ist mir doch noch ein bisschen zu riskant hier. Nichts. Tüdelü, wir haben ja Zeit. Ladida, tüdelü. Ja nun. Ich meine, irgendwann muss der ja mal weg sein, so jetzt ungefähr. Ich warte mal noch ein bisschen ab. Speichern. Mal gucken, wo der Typ da sich aufhält. Gut. Jetzt hat die Kamera mich erwischt. Super. Machen wir die halt erstmal kurz aus. Kann auch sein, dass wir gleich den Aufzug benutzen müssen. Kann aber auch sein, dass ich da rüber muss. Es ist natürlich jetzt nicht klug, da durch diesen Scanner zu gehen. Das könnte... Ach, jetzt sehe ich gerade erst, wo ich bin. Das ist, glaube ich, der Eingangsbereich. Gut, das bringt mir natürlich nichts. Also wieder zurück. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit dem Aufzug fahren. Kein Problem. Natürlich auf die Kamera aufpassen, aber auch auf den Typ. Deswegen werde ich das Licht erstmal wieder ausmachen. Das ist mir ein bisschen sicherer. Dann werde ich mal den Aufzug rufen. Schöner Glasaufzug. Macht sich natürlich optisch immer ganz cool. Im Vergleich zu einem verschlossenen, weil wenn man hochfährt, kann man halt rausgucken. Dann sieht man, wie die Welt plötzlich kleiner wird, so ungefähr. So, wieso kommt jetzt hier kein Aufzug? Hallo, Aufzug. Hallo? Da kommt nichts. Jetzt ist die Frage, wieso nicht? Das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Weil eigentlich müsste hier doch jetzt eigentlich einer da... Der steht doch hier sogar schon, oder? Ich komme da nur nicht rein. Meine Güte, das ist aber... höchst seltsam, muss ich sagen. So hatte ich das nicht in Erinnerung. Lass nochmal kurz gucken. Was ist denn hier mein Sekundärziel? Habe ich keins. Nur die drei Server da oder was? Gucken, ob wir eine Notiz dazu haben. Aha. Ja, super. Die, Forschung und Entwicklung. Wie kommt man da hin? Ja, wie es aussieht, ist der deaktiviert. Das heißt, ich muss irgendwie einen anderen Weg da hoch finden, wie es aussieht. Gehen wir halt nochmal die Treppe hoch. Ich bin gerade echt mal ein bisschen verwirrt. Ich meine, das war so, aber irgendwie scheinbar doch nicht. Gucken wir nochmal, was es hier so gibt. Da ist eine Tür. Ah! Guck mal an.
So geht's auch. Das war jetzt nicht so geil. Der hat mich jetzt wahrscheinlich gesehen. Macht aber vielleicht auch gar nichts. Ich schleiche mich einfach mal taktisch an dem vorbei. Da guckt der mal erst nach und ich kann hier gemütlich vorbei. Ich gehe jetzt erstmal hier in dieses Training Gym. Sollte man sich fragen, warum. Sam ist auch eigentlich durchtrainiert genug. Aber man soll es nicht für möglich halten, aber in diesem Trainingsraum gibt es tatsächlich einen Server. Oder auch einen Typ, der auf mich schießt. Scheiße, da war ich nicht langsam genug. Das versuchen wir gleich nochmal. Das Blöde ist, wenn man zwei Tasten gleichzeitig drückt, damit Sam halt so ein bisschen diagonal läuft. Macht man ihn damit auch immer ein bisschen schneller. Das heißt, wenn man die Laufgeschwindigkeit gerade mal so knapp angepasst hat, dass der sich halt knapp unterhalb dieses Grenzwertes da bewegt und man dann auf einmal zwei Tasten drückt, dann wird der halt auf einmal lauter und dann gibt's Ärger. So, hier ist dieser Server oder PC, den ich da hacken muss. Hätte man jetzt vielleicht auch nicht gedacht, dass das in einem Trainingsgym ist. So, jetzt brauchen wir hier einen Kurbomber. Das ist einfach mal nicht im Bild. Auch nicht schlecht. Ah, nein, nein. Das ist dumm. Nochmal laden. Also das geht ja jetzt mal gar nicht klar. Das war gar nicht im Bild. Zumindest bei mir nicht. Dann kann man es natürlich auch nicht anklicken. Ja, das ist einer dieser Bugs, die selbst die Version 1.05 noch hat. Macht keinen Sinn. Versuchen wir es nochmal. Das sieht besser aus. Gute Arbeit, Sam. Wenn du das Programm auch noch auf dem letzten Server installierst, machst du mich zur glücklichsten Frau der Welt. Du bist ja leicht zufriedenzustellen. Tja, Frauen sind nun mal sehr neugierig, Sam. Wunderbar. Da ist ein Kriechtunnel. Den kenne ich noch nicht. Der führt uns vielleicht direkt auf die andere Seite. Das muss ich mal ausprobieren. Ganz ehrlich, das ist mir gerade mal zum ersten Mal aufgefallen. Mal gucken, wo der uns hinführt. Das sieht echt nicht schlecht aus. Dann spare ich mir den Umweg da wieder über den Flur, wo wahrscheinlich dieser Sicherheitsmann wieder rumhockt und gefährlich werden könnte. Das ist ein ziemlich gemütlicher Posten. So viel ist sicher. Genial. Hab gehört, dass der Typ ziemlich nervtötend sein soll. Die Diskussion, die gerade führen, ist richtig witzig. Die höre ich mir mal an. Was? Du passt also nur auf sein Zeugs auf? Ja, wir saufen seine Hausbar leer und spielen seine Videospiele. Er hat das neue Prince of Persia. Ja? Hab gehört, das soll richtig gut sein. Wird das Spiel des Jahres, Mann. Kann kaum erwarten, es zu spielen. Ja, von Prince of Persia habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Den Teil, den die meinen, ist, glaube ich, Sands of Time oder wie der hieß. Der ist nämlich relativ zeitgleich zu Splinter Cell rausgekommen und natürlich auch ein Ubisoft-Spiel. Deswegen ganz klar können die dafür Werbung machen. So, wo geht's hier lang? Pausenraum, ist nicht so interessant. Wäre ich jetzt durch die Tür gegangen, hätte ich mich einfach an denen vorbeigeschlichen, aber so ging es irgendwie einfacher. Oh Mann, bald ist ja der 4. Juli. Hatte ich ganz vergessen. Was war das? Ich weiß nicht. Ich frage mich, ob... Das war jetzt nicht so cool. Der kommt direkt auf mich zu. Mal gucken, ob die mich sehen. Ja. Oh, Leute. Da muss ich natürlich mich erstmal um die Lampe da sorgen. 4. Juli ist ja der Independence Day, glaube ich. Bei den Amis. Den feiern die natürlich recht ausgiebig immer. Da hinten ist der letzte Server, den wir noch hacken müssen. Hacking macht's immer einfach. Oh, hatte ich ganz vergessen. Wie kann man das vergessen? Hacking. So. Danke, Sam. Das war der letzte. Ich kann es gar nicht erwarten, in Ihrem Wäschekorb herumzuschnüffeln. Oh. Was? Die Wäsche. Habe ich total vergessen. Der kommt doch jetzt etwa nicht hier rein.
auch, wie es aussieht, tut das. Noch blöder wird es natürlich, wenn der jetzt auch noch vorhat, das Licht anzuschalten. Aber eigentlich sollte ich... Da ist ein Kriechtunnel. Ab in den Kriechtunnel. Mein Gott, ich habe die nie gesehen. Wieso sind denn da Kriechtunnel? Unglaublich. Durch den komme ich jetzt vielleicht sogar direkt in dieses Lüftungssystem, womit ich dann auch zu dem Server runter... Ja, perfekt. Da muss ich ja überhaupt nichts mehr machen. Muss ich gerade mal gucken. Ziele, Zentralserver und das war's. Alles klar, Seil ergreifen. Das ist jetzt hier, glaube ich, so ein bisschen Mission Impossible 1. Ne? So ein Raum mit einem Server. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Boden hier berühren darf. Ich glaube, das durfte ich nicht, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ja, noch sieht's gut aus. Frage ist nur, wie komme ich hier wieder raus? Aber wahrscheinlich werde ich dann auch einfach wieder nach oben klettern. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Verdammt! Es sieht so aus, als hätte jemand die Daten, die wir benötigen, vom Server verschoben. Login-Name M. Nedic. Milan Nedic? Über den Namen stolpern wir verdammt häufig. Leider haben wir immer noch nichts über ihn. Vermutlich ein Deckname. Ich werde sehen, ob es mir gelingt, seine wahre Identität herauszufinden. Wir müssen unbedingt Zugriff auf seinen Computer bekommen. Sein Büro müsste sich irgendwo in den oberen Etagen befinden. Ja, obere Etagen, kein Thema. Ist das jetzt unser Ziel oder was? Installieren Sie, blablub. Suchen Sie die Informationen, alles klar. Versuchen wir erstmal hier rauszukommen. Ich glaube, das sollte ich nicht probieren, denn da ist ein Zieldingens und ich habe die Knarre nicht ausgeschaltet. Also gehe ich am besten durch den Kriechtunnel auch wieder zurück. Der Sicherheitsmann von gerade, der sollte ja eigentlich auch wieder weg sein. Das mit den Selbstschussanlagen da, das weiß ich auch nur von früher halt. Also wenn ich das Spiel jetzt blind durchgezockt hätte, wäre ich da vielleicht einfach runtergejumpt. Das wäre es dann gewesen. Sollte man sich also überlegen. Schritte? Hoppla. Sicher, dass das nicht irgendwelche Ratten waren? Mist! Oh oh. Das ist jetzt nicht so geil. Ich mach mal das Licht aus. Du bist näher am Schalter. Kannst du nicht rein? Nee, das ist nix. Versuchen wir nochmal, nur diesmal ohne Schritte zu erzeugen. Ich hoffe, das nervt euch nicht so sehr mit dem Husten, aber geht gerade nicht anders. Ja. Scheiße, komme ich hier nicht raus oder was? Mist. Das ist jetzt nicht so cool. Ah, das ging jetzt easy. Also Retina-Scanner. Oh, scheiße. Das habe ich alles total vergessen. Ich hab's auch gesehen. Und was machen wir jetzt? Naja, dann ab mit dem durch den Kriechtunnel. Ich hoffe, der Typ da sieht mich jetzt nicht. Ah, verdammt. Naja, gut, machen wir einfach nochmal. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Hau mal dagegen. Funktioniert für gewöhnlich. Aus dir spricht gesunder Menschenverstand. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So. Na ja, komm, das schaffen wir. Dann können wir nämlich gleich endlich mal den Aufzug benutzen, den ich gerade schon benutzen wollte. Der sieht mich nicht, oder? Sieht aus, als ob der sich übergeben muss, aber der schaut sich da wohl irgendwas an. Bildzeitung oder so. Macht nichts, solange der uns nicht auf den Keks geht. Ist das alles soweit schon okay? So, das mit dem Server, das haben wir jetzt ganz entspannt und souverän gemeistert. Finde ich. Es ging auch recht fix. Ansonsten das gerade, was wir gesehen haben mit den Lasern, da hätte ich erstmal warten müssen, bis ein Soldat langläuft und ihm dann halt Schritt und Tritt folgen. Das kennt ihr ja schon von der Bank-Mission. So, hier ist plötzlich das Licht an. Macht ja nichts. Hier muss ich jetzt mal gucken. Oh Gott, da ist der Sicherheitsmann. Speicher, mal gucken, ob ich hier durchkomme, ohne dass er mich... Na, das war natürlich nichts. Dann warte ich mal, bis der sich wieder umdreht. Das ist auf einmal so hell hier. Ich meine, das war gerade noch nicht so. Oh oh. Oh oh. Kommt der hier durch? Scheiße, der kommt hier durch, oder? Nee. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, er kommt jetzt hier hin.
Hätte ich aber blöd geguckt. So. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich hier das Licht ausmachen kann. Ich speichere mal. Jo, perfekt. Weil dann guckt der erstmal nach dem Lichtschalter, währenddessen mache ich einen Abflug. Boah, das war knapp. Hier, das muss auch aus. Oh oh, das war nicht schnell genug. Ey, wie krass der gerannt ist, wa? So, jetzt schnell den Aufzug holen. Wieso hat die Kamera nicht denn Mein Gott, was hat die denn für eine Einstellung? Naja gut, dann werde ich die halt auch gleich mal ausmachen. Reicht das? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal einen Stock tiefer, da bin ich sicherer. Ich habe da was gesehen. Ja, ja. Scheiße, der Aufzug ist da. Das bringt mir jetzt bloß nichts mehr. Ich bleib mal hier. Ach, egal. Bin ganz froh, dass ich nichts gefunden habe. Scheiße. Sam, was machst du denn da? So, geht doch. Typisch. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? So, dann hol ich mal den Aufzug. So, und dann nix wie nach oben. Scheiße! Okay, du lässt dich nur machen. Vergiss es einfach. Ob das so vielleicht gut... der kommt zurück. Aber hier sieht er mich nicht. Das ist schon mal gut. Die Kamera sollte mich hier auch nicht erfassen. Jetzt warte ich einfach mal, bis der so einigermaßen aus der Gefahrenzone ist. Das hat jetzt schon so. Ab nach oben. Licht aus. So, jetzt bin ich schon mal im Dunkeln. Ich habe irgendwie keine Lust zu speichern, beziehungsweise ein bisschen Angst, aber... Naja, gut. Fahren wir jetzt mal eine Runde Aufzug. Komm. So, jetzt sind wir in Level 3. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo lang. Da ist die Administration. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Da sind zwei Soldaten, da habe ich jetzt keine Lust lang zu laufen. Ich meine, ich habe doch jetzt hier noch so ein Nebenziel, oder? Ja. Mal gucken, ob das gut geht. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich weiß, wo ich die Information herkriege, aber das ist auch schon mal schief gegangen. Hier, das ist total cool. Diese Glasscheiben. Vielleicht kann ich es ja mal demonstrieren. Obwohl, nee, Quatsch, das ist ja genau das, was ich gerade gesucht habe. Oder beziehungsweise sein Penthouse. Miloš Novak ist, Wer? Milan. Milan Nedic. Verdammte slawische Namen. Die verwechsle ich ständig. Wie dem auch sei, Serkesi befindet sich nicht in der Stadt. Also gibt es dort keinen VIP. Ich glaube, ich werde gleich sterben. Nur das Eigentum. Okay, klingt nach einem Kinderspiel. Nun, bis jetzt ist es nicht gerade optimal gelaufen. Sie bekommen die volle VIP-Vergütung und werden ihren Dienst tun, als gäbe es dort jemanden zu bewachen. Gut, verstanden. Schön. Melden Sie sich morgen um 13 Uhr. Okay, ich werde dort sein. Okay. Ich weiß nicht, ob das Abhören mir jetzt was gebracht hat. Wahrscheinlich eher nicht, denn die Information mit dem Milan Nedic, die habe ich ja schon rausgefunden. Ich gucke nochmal kurz nach dem Ziel. Die wahre Identität... Gut, hoppla, was war das? Ach du Scheiße. Naja gut, dann spare ich mir die Arbeit. Das hat, glaube ich, irgendwie nichts gebracht. Ich werde einfach mal erstmal mein Primärziel erledigen. Aber ich speichere mal an der Stelle. Also,
falls es doch wichtig ist. So, hier bin ich wieder. Es geht ja immer noch um dieses Nebending. Hier finden Sie die Identität von Nedic heraus. Es geht tatsächlich so, dass wir hier rein müssen, aber wir müssen die mit dem EV abhören. Das ist das Ding hier. Ich lade nochmal eben neu. So. Also wenn ich jetzt hier auf optisches Kabel gehen würde. Aber ja, um genau diesen Herrn geht es. Oder beziehungsweise sein Penthouse. Miloš Novak ist, Wer? Milan. Milan Nedic. Verdammte slawische Namen. Die verwechsle ich ständig. Wie dem auch sei, Serkesi befindet sich nicht in der Stadt. Also gibt es dort keinen VIP zu bewachen. Nur das Eigentum. Okay. Klingt nach einem Kinderspiel. Nun, bis jetzt ist es nicht gerade optimal. Sekunde nochmal. Ich muss das selber mal ein bisschen ausprobieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Ich glaube, wir müssen die Tür leise öffnen. Das geht so. Aber ja, um genau diesen Herrn geht es. Oder beziehungsweise sein Penthouse. Miloš Novak ist, der slawische Namen, die verwechsle ich ständig. Wie dem auch sei, der Käse befindet sich nicht in der Stadt, also gibt es dort keinen VIP zu bewachen, nur das Zeichen. Okay, klingt nach einem Kinderspiel. Nun, bis jetzt ist es nicht gerade auf dem Markt gelaufen. Sie bekommen die volle VIP-Vergütung und werden ihren Dienst tun, als gäbe es dort jemanden zu bewachen. Gut, verstanden. Schön. Melden Sie sich morgen um 13 Uhr. Okay, ich werde dort sein. Guter Fang, Fischer. Wer hat die offen gelassen? Milan Nedic heißt in Wirklichkeit... Oh Mann. Miloš Novak. Miloš Novak. Wer ist das? Der Barbier von Bosnien. Mutmaßlicher Kriegsverbrecher im Balkankrieg. Hat angeblich einige seiner Gefangenen skalpiert. Von Den Haag gesucht? Ja. Ich verwette meinen Hintern, dass er nicht vor Gericht erscheinen wird. Schon gut. Die Wette ist mir zu riskant. Oh oh. Ich hoffe, der Typ dreht sich um. Natürlich nicht. Leute, Leute, Leute. Das ist schon wieder ein Mist hier. Jedenfalls haben wir jetzt rausgefunden, wie das hier funktioniert. Ich versuche das nochmal. Aber ja, um genau diesen Herrn geht es. Oder beziehungsweise sein Penthouse. Also wir hören mal das Gespräch wieder ab und dann haben wir die Nebenmission geschafft. Dann müssen wir nur noch da wegkommen. Was gar nicht mal so leicht wird. Wir haben ja gerade gesehen, dass da zwei Soldaten direkt auf uns zugelaufen sind und uns eingekeilt haben. Aber wenn wir vielleicht schnell genug sind, können wir das noch schaffen. Ich entschuldige mich jetzt auch, wenn ich gerade ein bisschen ruhig war. Aber ich musste gerade noch überlegen, wie man diese blöde Nebenmission erledigt. Man muss das Gespräch also komplett bis zu Ende anhören. Sie bekommen die volle VIP-Vergütung. Hier mit diesem EV-Ding. Und dann können wir einen Abflug machen und die Hauptmission zu Ende bringen. Melden Sie sich morgen um 13 Uhr. Okay, ich werde dort sein. Guter Fang, Fischer. Ich bin sicher, dass Milan Nedic speichern. Heißt in Wirklichkeit. Oh Mann. Miloš Novak. Miloš Novak. So, da kommt jetzt ein Wachmann. Das heißt, ich verstecke mich hier. Mutmaßlicher Kriegsverbrecher im Balkankrieg. Hat angeblich einige seiner Gefangenen skalpiert. Von Den Haag gesucht? Ja. Ich verwette meinen Hintern, dass er nicht vor Gericht erscheinen wird. Schon gut. Die Wette ist mir zu riskant. Gut. Wir haben da gerade noch eine andere passwortgeschützte Tür gesehen. Die ist der Ausgang. Wir wollen aber hier lang. Hacken das Schloss. Manchmal geht das echt super easy und manchmal wird das total knapp. Ich glaube, das wird auch geht immer schneller, je weiter man mit den Missionen kommt. So. Hier ist ein kleiner Konferenzraum. Da drin befindet sich ein Typ und ein PC. Aber ich habe vorhin schon gecheckt, der PC hat nichts Interessantes für uns. Und der Typ, der sagt uns auch nur das Passwort von dem Raum da, aber das mache ich dann doch lieber auf andere Art und Weise. Ich wollte euch ja jetzt noch erklären, also etwas Cooles zeigen. Und zwar seht ihr jetzt hier diese Glaswand. Wenn ich jetzt hier diesen Knopf drücke, das ist der Lichtschalter, Entschuldigung, diesen Knopf. Tada, da wird das klar. Und dann kann man es hier auch wieder ausschalten. Oder auch nicht. Das ist aber seltsam. Naja,
Auf jeden Fall ist das halt ein ziemlich spezielles Glas. Recht beliebt, sage ich mal, bei moderneren Firmen und so. Ist eigentlich nur ein Designelement. Das sind halt so Glasscheiben. Wenn man da Strom drauf setzt, dann haben die da irgendwie so Partikel, die sich dann halt ausrichten nach dieser Spannung, sage ich mal, nach dem elektrischen Feld und dadurch die Glasscheibe dann verdunkeln. Ich habe da auch mal so ein Projekt gesehen von so einem Autobastler. Also ich gucke mir manchmal ganz gerne so ja, Car-Hi-Fi-Geschichten an und da hat so ein Typ, es kann sogar sein, dass das hier damals bei Pimp My Ride gewesen ist. Da ist ja hinten beim Kofferraum, wo normalerweise der Ersatzreifen ist, so eine Klappe darüber, dass man den halt nicht direkt sieht. Und diese Klappe haben die halt ersetzt durch diese Glasscheibe in schwarz. Und darunter, natürlich den Ersatzreifen ausgebaut, befand sich dann die Verstärker, also die Endstufen. Und je nachdem, ob man jetzt halt einen Knopf gedrückt hat, hat man entweder... Sieht so aus, als hätte Milan Nedic Sarkisi heimlich dorthin gebracht. Interessant. Wir müssen jetzt definitiv mit Shetland reden. Das State Department soll sich um dieses Chaos hier kümmern. Du gehst nach Hokkaido. Wir schicken dir einen Helikopter, der dich vom Dach aus abholt. Okay, also die Hauptmission haben wir alle geschafft. Hier ist noch irgendwie ein Code, aber das braucht uns jetzt nicht so zu interessieren. Aber vielleicht doch. Da hinten ist nochmal so ein Rechner mit so einem Bild. Sieht aus, als wäre das einer von den Entwicklern. Das ist halt irgendwie so ein Real-Life-Foto. Könnte ja gut sein, dass sie sich da irgendwie witzigerweise eingebaut haben. Da ist auch nochmal so ein Bild. Frau mit Mann oder was? Ja. Kann schon sein, dass es die echten Entwickler von Splinter Cell sind, weil die haben ja so schon ein paar lustige Easter Eggs hier eingebaut, sag ich mal. Also ein bisschen Quatsch, das als Easter Egg zu bezeichnen. Halt hier die Sachen wie, dass Werbung von Splinter Cell in Splinter Cell kommt und so. Haben die halt hier dann auch ihre eigenen Bilder dann nochmal veröffentlicht. Sozusagen. Gut, was soll ich sagen? Genau, diese Scheibe. Und darunter konnte man halt dann entweder die Endstufen sehen oder nicht, je nachdem, ob man das eben eingeschaltet hat oder ausgeschaltet. Sieht schon ziemlich geil aus. Ich wollte auch mal für ein Bastlerprojekt, also ich bastle nebenbei auch, ich habe auch einen anderen Kanal unter YouTube, wo ich diese Bastelvideos habe, wollte ich auch mal ausprobieren. Dazu müsste ich halt erstmal wissen, wie diese Scheiben genau heißen, aber das lässt sich bestimmt rausfinden. Wäre bestimmt eine ganz witzige Sache. Naja, jetzt hier weiter im Programm. So, jetzt hoffe ich, ich habe noch genug Zeit. Klingt nämlich fast so, als ob der Typ da gerade kommt. Ich speichere hier nochmal. So, dann wollen wir das gleich mal zu Ende bringen. Das sieht gefährlich aus. Aber der läuft an mir vorbei. So, dann nichts wie weg hier. Hier ist eine Brandschutztür, das ist vielleicht das Passwort, was wir gerade gesehen haben. Perfekt. 3485. Kann man hier schön mit Tastenpad eingeben. Das ging ja, glaube ich, im zweiten Teil auch schon. Und dann können wir hier einen Abflug machen. Ab nach oben. Man muss ja wie immer übers Dach exfiltrieren. Wie sich das gehört. Ich gucke nochmal schnell, ob ich wirklich alles erledigt habe. Das haben wir rausgefunden. Die Nebendinger haben wir gemacht. Wir haben noch keinen getötet und wir müssen uns zum primären Exfiltrationspunkt begeben. Und da sind wir jetzt auch gelandet. Damit ist Displays auch erfolgreich infiltriert worden. Wir gucken uns wie immer unsere Statistik an. Wir haben alles wie gehabt abgeschlossen und die Statistik sagt 100% mit komplett 0. Und auch die Zeit von 28 Minuten ist super. Also die Mission, die fiel mir eigentlich recht einfach, so wie die Bankmission. Und damit ist dieser Teil dann auch wieder beendet. Dann mal wieder vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Sam Fischer LP.